Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste, online und offline beim Philosophischen Salon. Analog ist das neue Bio, sagen die einen. Die anderen sagen, wir brauchen mehr intelligente Algorithmen, mehr Vernetzung. Nur so schaffen wir die nachhaltige Wende. Ja, aber was denn jetzt? Und wie kommt es eigentlich, dass unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft in dieser großen gemeinsamen Bewegung, die sich für eine bessere, nachhaltige Welt einsetzt, so ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie wir jetzt dahin kommen? Und wir haben uns gefragt, kann es nicht vielleicht auch daran liegen, dass Techies und Ökos ganz unterschiedlich sozialisiert wurden, weil wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Technik funktioniert, wie Menschen funktionieren, wie Gesellschaft funktioniert und wie man das alles so kombinieren kann, dass man zu einer nachhaltigen Welt kommt. Und kann es nicht auch sein, dass wir wegen diesen fundamentalen Unterschieden auch manchmal aneinander vorbeireden und eigentlich in dieselbe Richtung wollen, aber uns komplett missverstehen? Genau um diese Fragen soll es heute gehen bei einer Podiumsdiskussion. Wir werden uns in den nächsten 90 Minuten mit der Frage befassen, wie digital wird eine wirklich zukunftsfähige Gesellschaft sein? Und hierzu haben wir einige illustre Gäste eingeladen. Eine Information vorweg, Alexander Pscherra kann leider heute nicht da sein. Das heißt, wir werden zu viert auf diesem Podium sitzen. Als erstes begrüße ich einen Gast, der aus Belgien extra angereist ist, Chris de Decker. Er ist Journalist und Herausgeber des auf Niederländisch, Englisch und Spanisch erscheinenden Blogs Low Tech Magazine. Und bei diesem Blog geht es so um die Frage, ja, was können wir eigentlich aus der Vergangenheit, aus alten Technologien lernen für neue Technologien, für neue nachhaltige Konzepte? Herzlich willkommen, Chris de Decker. Als nächstes begrüße ich Professor Dr. Harald Welzer. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass Sie heute hier sind. Er ist Autor und Mitbegründer und Direktor der gemeinnützigen Stiftung Futur 2, die sich zur Aufgabe gemacht hat, aufzuzeigen, was gibt es eigentlich an alternativen Wirtschafts-, Lebensmodellen und wie kann man diese fördern. Er ist außerdem Professor für Transformationsdesign an der Europa-Universität in Flensburg. Herzlich willkommen, Professor Dr. Welzer. Als nächsten Gast darf ich begrüßen Professor Dr. Angelika Zahnt. Viele von Ihnen werden sie kennen. Sie war lange Jahre Bundesvorsitzende des BUND und ist heute Ehrenvorsitzende und hat sich viele, viele Jahre beruflich und ehrenamtlich mit der Frage befasst, wie kann denn eigentlich Nachhaltigkeit und Postwachstumsgesellschaft und Suffizienz aussehen? Wie können wir das umsetzen? Von 2001 bis 2013 war sie Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung und 2011 wurde sie für ihr Engagement sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, wie ich finde, sehr zu Recht. Herzlich willkommen, Professor Dr. Angelika Zahnt. Ja, und gleich zu Beginn möchte ich mal so eine ganz provokante Frage in die Runde werfen und euch einladen, eine kleine Gedankenspielerei zu machen und ein wenig zu träumen. Das kommt ja unter uns Pragmatikern ein bisschen zu kurz oft. Wir sind ja oft nur mit den Problemen, mit Abwehrkämpfen beschäftigt, mit den Problemen, die gerade vor der Haustür stehen und wir denken viel zu wenig über Utopien nach. Aber was wäre denn eigentlich, wenn wir in einem Jahr 2035 aufwachen eines Tages und all das, wofür wir gekämpft haben, ist Realität geworden. Die nachhaltige Gesellschaft ist da. Alle dann 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten können sich der Einhaltung ihrer Menschenrechte sicher sein. Sie haben genug zu essen, zu trinken, ein Dach über den Kopf und auch Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung. Wir leben weltweit in Frieden und in Demokratie, aber das ist bei Weitem noch nicht alles. Die Treibhausgasemissionen sind um 90%
gesenkt worden. Die Frage ist, wie digital würde eine solche Gesellschaft aus Ihrer Sicht sein? Und bedeutet das, wir brauchen mehr digitale Tools oder wir haben in dieser Utopie mehr digitale Tools oder vielleicht auch weniger? Christe Decker, was sagen Sie? Hello. I actually just found the channel that speaks English, so I didn't get your question. Oh no. Okay. So. The question was, yeah. Imagine you wake up in the year 2035, yeah. And everything is fine. We managed to get the emissions down to 90% the world lives in peace and democracy, everyone has access to healthcare and so on. So we live in the perfect world. How digital is this perfect world? Probably less than today. Yeah. And why is that so? Why? Because digital technologies has become more of a problem than a solution, and as we see now, like energy use keeps increasing mainly through digitalization, not just computers and internet, but also we are kind of putting chips everywhere. And for me, a sustainable future is a future with less digital technology, but not without digital technology. Angelika Zahnt, would you agree or would you say maybe not sure or more digital? Ja, ich würde sagen, ich weiß es nicht, weil man heute überhaupt nicht genau sagen kann, wie denn zum Beispiel die ökologischen Auswirkungen der Digitalisierung sind, wie sinnvoll die Anwendungen sind, die jetzt so propagiert werden mit Smart Home, ob das sich so fortsetzen lässt, wie die Probleme des Datenschutzes gelöst werden. Es sind so viele Fragen zurzeit, dass ich nicht weiß, ob zu diesem schönen Bild, was Sie von der Zukunft gezeichnet haben, man dahin kommt mit mehr oder weniger Digitalisierung. Und ich glaube, dieser Kongress ist auch ein Stück weit dazu da, dieser Frage nachzugehen. Bringt uns die Digitalisierung diesem Zukunftsbild näher oder entfernen wir uns da eher davon oder müssen wir es so dosiert machen, dass wir die positiven Aspekte zwar nehmen, aber nicht in die Begeisterung verfallen, dass alles, was digital ist, schon zukunftsfähig ist. Herr Welzer knetet die Hände. Kann ich was? Ach so, weiter? Also ich bin... bin auch eher der Auffassung von Chris, und zwar eigentlich aus einem, glaube ich, ziemlich fundamentalen Grund, dass eine nachhaltige Gesellschaft der Zukunft muss ja eine resiliente Gesellschaft sein. Also sie muss in der Lage sein, Krisen zu überstehen, Krisen zu bewältigen, sie muss in der Lage sein, besonders in friedfertiger Weise mit Krisen umzugehen und so weiter. Und Digitalisierung ist ja eine Technologie, die zunächst mal zu mehr Fremdsteuerung, zu mehr Abhängigkeit, das heißt zu weniger Resilienz führt. Und insofern glaube ich, wäre es gut, darüber nachzudenken, eine nachhaltige Welt zu entwerfen, in der man Digitalisierung genauso versteht wie jede andere Technologie auch, nämlich als etwas der Sache nach Dummes, was je nach dem kulturellen Gebrauch hilfreich oder nicht hilfreich sein kann. So, und insofern würde ich sagen, wenn wir über eine nachhaltige Welt nachdenken, müssen wir über eine nachhaltige Welt nachdenken. Und dann können wir über die notwendigen Mittel und dann, ich bin ja kein Maschinenstürmer, dann darüber nachdenken, an welcher Stelle digitale Technologien wirklich hilfreich sein können für das, was wir vorher entworfen haben als eine nachhaltige demokratische, freie, moderne Gesellschaft.
Jetzt frage ich nochmal provokant nach. Interessant ist ja, dass fast alle von Ihnen gesagt, oder Sie haben durch die Bank weg gesagt, weniger Digitalisierung. Und ich höre da auch raus, dass die Digitalisierung, die wir jetzt haben, auch nicht unbedingt zu mehr Freiheit, zu mehr Empowerment, zu mehr Resilienz in der Gesellschaft führt. Aber kann man sich nicht auch vorstellen oder fragen, ob wir nicht eine andere Form der Digitalisierung brauchen? Also es gibt ja vielleicht nicht die eine Digitalisierung. Wir sind ja hier bei Bits und Bäume, wo zwei Welten zusammenkommen, beispielsweise aus der CCC-Umfeld-Community gibt es ja viele Bewegungen, die eben auf freie Software setzen, auf Empowerment setzen, auf auch Strukturen, die lokal Initiativen ermöglichen, auch losgekoppelt von großen Unternehmen, viel mehr selbst in die eigenen Hand zu nehmen, also viel mehr Kontrolle, sage ich mal, auch über ihr Leben zu bekommen. Kann man nicht vielleicht auch sagen, es ist nicht mehr Digitalisierung pauschal, sondern vielleicht auch die Form der Digitalisierung, die entscheidet? Well, you say they become more independent and resilient, but that's not really true, because they use very large-scale networks that they don't own themselves. So many of the things that I think you're like kind of meaning, like sharing economy and stuff like that, they can be organized without digital technology also. You don't really need a smartphone to share a car. There's other ways to do that. But I think what you said was very interesting. It's about, I'm not a Luddite either. And I think it's important to think about what we need. And not so much, now it's not about what we need, it's about what is possible. And anything that is technologically possible and commercially possible happens. There's no way of us kind of, a bit like the Amish do, like there comes a new technology and we test it for 10, 20 years and then we say, it's good for a community or it's bad for a community. We don't do that. We kind of, without any criticism, we just swallow everything that's new, and new is by definition better, and that I think is the problem. Nochmal hierzu eine Rückfrage. Also ich fand das Beispiel mit dem Carsharing sehr gut. Die Frage, also natürlich kann man Carsharing anders organisieren. Die Frage ist eben, wenn man einmal diesen Schritt gegangen ist, dass man gewohnt ist, dass es eben per Smartphone einfach verfügbar ist und nun mal so organisiert ist, ist es realistisch, dass wir andere Formen finden, die vielleicht ohne Smartphone auskommen und die Menschen sagen, auf jeden Fall, das werde ich sofort nutzen, oder braucht man, also setzt das nicht voraus, dass man auch so eine Art Verzicht von den Menschen fordert? Also ich glaube schon, dass man sich an bestimmte Sachen gewöhnt und man sich sehr viel schwerer wieder entwöhnt. Wenn man zum Beispiel sieht, wie die Ausstattung eines Autos aussieht, mit elektrischem Fensterheber, mit einer Klimaanlage, mit all dem elektronischen Schnickschnack, den es da gibt, ich glaube, dass es für die Menschen ein Verzicht wäre, wenn sie plötzlich das Fenster wieder mit einer Kurbel runtermachen müssten. Ich weiß aber nicht, ob das so dramatisch ist. Aber was ich finde, ist, dass es wichtig sein muss, sich auch für nicht-digitale Alternativen entscheiden zu können, um bei dem Auto zu bleiben. Ich kriege ja heute gar kein Auto mehr ohne Klimaanlage und heize mit der Klimaanlage weiterhin das Klima weltweit an. Also von daher bin ich da auch sehr vorsichtig, ob man diese Begeisterung über die Digitalisierung in allen Lebensbereichen so von vornherein gut finden muss. Die offizielle Politik findet sie ja gut und überlebensnotwendig, und wir hatten das in der letzten Woche ja gehört, wie die Notwendigkeit, dass Deutschland Exportweltmeister in digitalen Erfindungen und bei der künstlichen Intelligenz sein muss, damit wir eben weiter Arbeitsplätze haben, damit wir weiter Wachstum haben. Von daher habe ich den Eindruck, dass die Digitalisierung sehr stark vereinnahmt wird von der herrschenden Wachstumsideologie und dort einen Platz hat, der sehr wichtig ist, und die Frage ist, ob wir uns ein Stück weit auch davon einfangen lassen, ohne es eigentlich zu wollen, weil wir eigentlich ja in eine andere Wirtschaftsentwicklung gehen wollen. Aber derzeit
sind die meisten Stimmen, die so begeistert über die Digitalisierung sprechen, diejenigen, die sich davon Arbeitsplätze groß verschaffen und wirtschaftliche Stabilität. Die Frage ist allerdings, woher sie die Zahlen nehmen, denn es gibt sehr viele andere Zahlen, die eher das Gegenteil nahelegen, dass Digitalisierung nämlich Arbeitsplätze kostet. Und wir uns dann wirklich fragen wollen, wollen wir diese Entwicklung auch dann, wenn sie Arbeitsplätze kostet, beziehungsweise welche Ideen haben wir dann mit den Folgen der Digitalisierung gesellschaftlich umzugehen und gleichzeitig die gesellschaftlichen Systeme so umzubauen, dass alle Menschen auch Arbeit haben. Aber ich nehme dann nochmal den Impuls von Herrn Welzer auf, der ja gesagt hat, wir müssen zuerst über Nachhaltigkeit nachdenken und dann gucken, wie wir da hinkommen. Ne? Und wenn es vielleicht digital dann nachhaltiger ist, dann ist es eben digital vielleicht. Ja, ne? Aber vielleicht kann man die beiden Beiträge auch gleich mit aufnehmen. Also ich würde mir zum Beispiel ja eine nachhaltige Welt tatsächlich so vorstellen, dass Leute weniger arbeiten, als sie es heute tun. So, und da hätte ich sofort ein Element, wo ich sagen würde, okay, da ist Digitalisierung als Technologie extrem hilfreich, um schwere, schmutzige, fiese Arbeit abzuschaffen. Ja? Wenn wir plötzlich eine neue Situation haben, dass sich das Feld der Arbeit anders konturiert, dann können wir eine gesellschaftliche, so habe ich Sie eben auch verstanden, eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, wie finanzieren wir denn Menschen in dieser Gesellschaft? Und hätten plötzlich eine Utopie, und zwar eine sehr konkrete, dass Leben und Existenz nicht mehr von entfremdeter Arbeit abhängig ist, sondern dass eine Gesellschaft mit Mitteln der Robotisierung, Automatisierung es sich leisten kann, Menschen zu finanzieren dafür, dass sie da sind. Wäre zum Beispiel eine coole Utopie. Und wenn ich das entkopple von der Lohnarbeit, nehme ich sofort Druck aus dem System, weil heute müssen die Leute für das, was sie tun, sich ja entschädigen, indem sie konsumieren. Okay? Ja, ich muss die ganze Zeit irgendeinen Mist machen und das Einzige, was mir übrig bleibt, ist irgendwie, dass ich mich entschädige für diesen Mist. Und insofern glaube ich, muss man über Digitalisierung nachdenken, aber immer als abhängige Variable, nicht als unabhängige Variable. Die unabhängige Variable ist, wir kommen mit dem Normalbetrieb, wie wir ihn jetzt haben, nicht durch das 21. Jahrhundert. Das muss radikal transformiert werden. Wohin und wie? Und dann irgendwann können wir darüber sprechen, was hilft uns dabei auf der Ebene der Technologie. Aber was ja der große Mangel ist, und das hat Chris ja auch gesagt, ist ja, dass wir überhaupt keine vorgängige gesellschaftliche Debatte darüber führen. Ja? Wollen wir das? Ich frage bei Auditorien immer, hier brauche ich das nicht zu machen, oder vielleicht doch, wer will eigentlich ein autonom fahrendes Auto? Wer will da drin sitzen? Okay, es gibt immer, ja, okay, es gibt auch dann Gründe für manche, das zu tun, aber ich stelle zumindest fest, ich habe noch keine Mehrheiten erlebt, die das wollen. Ich glaube, es will auch niemand oder die allerwenigsten in Smart Homes leben und so. Und trotzdem ist alles, was man aufschlägt in der Qualitätspresse oder sonst was, ist immer die Zukunft ist das autonom fahrende Auto, die Zukunft ist das Smart Home, die Zukunft ist das Smart City und was noch viel schlimmer ist, es werden auch die Infrastrukturen dafür geschaffen, dass das installiert wird, ohne eine gesellschaftliche Debatte. So, adressiert an dieses Auditorium und auch an, ich finde deshalb diese Konferenz auch extrem wichtig, weil die muss ja das politische Ziel haben, dass wir solche Sachen debattieren. Aber man muss da auch wirklich die ganze Sache sozusagen von der Technik in die Kultur zurückbringen und sagen, wir befinden doch darüber, was wir als gutes Leben definieren und nicht irgendwelche Männer, weil das eine Männertechnologie weitgehend, wenn ich das auch mal bemerken darf als Urfeminist. Und haben bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen, die wir weiterentwickeln wollen. Und dann können wir halt gewissermaßen sekundär sagen, naja, dafür brauchen wir vielleicht auch den Kühlschrank, der selber bestimmt, was ich nächsten Morgen zu essen haben will. Darf ich da mal ganz kurz auf den Kühlschrank kommen? Ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, den hat sich bestimmt ein Mann ausgedacht. Mit Sicherheit.
Denn Frauen wissen in der Regel, was in dem Kühlschrank ist und wann der Joghurt überfällig ist. Ich glaube, die kriegen das auch so hin. Ich wollte auch noch zu dieser Frage, wofür braucht man die Digitalisierung und die Roboter und das autonome Fahren? Ein Beispiel, wo ich es besonders krass finde, das Anwendungsgebiet sind Pflegeroboter. Natürlich kann dieser Pflegeroboter auch Bewegungen ausführen und hat dann eine samtene Hand und nicht mehr so was Knöchernes, wie das am Anfang war, und kann streicheln ältere Leute. Ich finde, das ist eine Horrorvorstellung, wenn dieser Pflegeroboter dann seinen Plan hat und von Zimmer zu Zimmer alte Leute streichelt. Und dann auch ein Sprachprogramm und dann sagt, guten Tag, Frau sowieso. Das mag ja alles technisch perfekt sein, aber ich glaube, es ist menschlich unwürdig und das geht nicht. Und so, denke ich, müssen wir das diskutieren. Und jetzt aus der Umweltbewegung heraus auch argumentiert, es hat ja lange gedauert, bis wir solche Instrumente installiert haben wie Technikfolgenabschätzung. Es gibt ein ganzes Büro für Technikfolgenabschätzung. Aber ich kenne keine so umfassenden Studien in allen Bereichen der Digitalisierung, was das letztlich für Folgen hat. Es gibt einzelne Studien. Aber im Grunde genommen ist das ein so umfassender Wandel in der Gesellschaft, dass wir erstmal auch eine umfassende Erforschung hätten brauchen, was es für Folgen hat, und zwar ökologisch auch, aber auch im sozialen Zusammenleben, in der Kommunikation. Und ich finde, wir lassen uns hier auf einen Großversuch ein mit offenem Ausgang und wo nur diese Verheißung steht von denjenigen, die diese Digitalisierung auch im Wesentlichen als Geschäft betrachten. Wir sind ja jetzt schon sehr ins Konkrete gekommen. Ich würde Sie noch mal einladen, einen Schritt zurückzugehen mit mir. Und was mich ja als zugegebener Techie beschäftigt, ein Techie, der auch übrigens nicht der Meinung ist, dass das eine Männerdomäne ist, tatsächlich sind einige der führenden, einige der ersten wegweisenden Programmiererinnen, das waren Frauen. Ich bin in einem Technikerhaushalt aufgewachsen, wo Mutti mir gesagt hat, wenn irgendwas kaputt ist, geh in den Keller und baust dir selber aus. Und die Frage ist aber, die ich mir stelle, woher kommt diese grundsätzlich skeptische Haltung gegenüber Technik? Ich muss sagen, ich als Digital Native kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Für mich ist das gleichzeitig Risiko, aber auch Chance. Und wir haben uns bei der Vorbereitung dieses Panels überlegt, woher kommt eigentlich auch diese Sorge oder Ablehnung vor Technik. Und es ist ja nicht zu leugnen, dass in der Ökoszene sehr viele Menschen eine sehr kritische Haltung zu Technik haben. Ich finde, in Teilen zu Recht. Zu Teilen muss ich aber auch sagen, das ist für mich überzogen und nicht reflektiert. Und wenn man mal geschichtlich zurückgeht, dann wird man feststellen, dass es viel Literatur gibt, die sich damit befasst, wie eigentlich so das richtige Leben aussieht, der Ausstieg aus der Gesellschaft, naturverbundenes Leben. Und im Jahr 1854 wurde das Buch Walden von dem Autor Henry David Thoreau veröffentlicht, in dem er skizziert, wie er 2 Jahre lang in einer Berghütte in Massachusetts gelebt hat und dort das nachhaltige, naturnahe Leben gelebt hat. Und ich sehe schon verärgerte Gesichter, ich spitze zu, sie tun es aber auch. Und von daher ist für mich die Frage, ob nicht auch dieses, was ist eigentlich das richtige Leben oder was ist das nachhaltige Leben? Und hat nicht auch vielleicht dieses Bild vom Ausstieg aus der Gesellschaft auch unseren Blick auf Technik sehr stark geprägt, dass wir die industrialisierte Welt grundsätzlich eher skeptisch betrachten und sozusagen glauben, back to the roots, weniger industrialisierte Welt wird uns weiterbringen, wobei ich mir natürlich die Frage stelle, ist das überhaupt realistisch auf einem Planeten, auf dem bald 9 Milliarden Menschen leben werden? Ja, also wenn wir alle anfangen, deindustrialisiert zu leben, ist ja die Frage, kriegen wir überhaupt alle Leute satt und wird das überhaupt funktionieren?
Jetzt bin ich dran, verwundert zu sein, welche Vorstellungen Sie von der Umweltbewegung so haben und pflegen, dass wir jetzt anstreben würden, alle wie Thoreau in die Wälder zu gehen und unsere Holzhütte da zu bauen und Beeren zu sammeln. Ja, es ist überspitzt, also, aber die Digitalisierungsbefürworter wollen ja auch nicht, dass Pflegeroboter uns alle pflegen. Ich glaube, das möchte ja keiner, ne? Aber es wird ernsthaft diskutiert, wie viel Pflegepersonal man einsparen kann, wenn man Pflegeroboter einsetzt. Das ist nicht aus der Luft gegriffen. Aber nochmal zurück, wo kommt die Technik-Skepsis her? Die Umweltbewegung ist entstanden im 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung einsetzte, hat sich auch sehr viel an dieser technischen Entwicklung entzündet, an technischen Bauwerken, an Staudämmen, die die Landschaft völlig verändert haben, die Vernichtung von Naturlandschaften für Industriegebiete, an Bergbauunternehmungen, die ganze Berge eben abgegraben haben. Das war sozusagen ein Widerstand, der ganz stark auch aus einer landschaftsschützenden, naturschützenden und ästhetischen Sicht gekommen ist. Und von daher auch eine Ablehnung gegenüber ein Stück weit der Industrialisierung insgesamt und Hochheben von Handwerk allein und nicht großtechnischen Unternehmen. Es gab dann natürlich eine ganz starke Auseinandersetzung mit Technik, mit der Atomtechnik, und da war eben genau das, dass man keinerlei Technikfolgenabschätzung gemacht hat. Und da das Risiko so groß war, dass es eine massive Ablehnung in der Umweltbewegung gegeben hat, zum Glück gegeben hat, die dann eben auch entsprechenden Widerhall in der Gesellschaft gefunden hat. Es gibt andere Techniken, wo dieser Widerstand in der Umweltbewegung weiterhin vorhanden, oder Atom ist auch weiterhin, aber da sind wir einen Schritt weiter gekommen. Gentechnik ist ein anderer Eingriff in die Natur, der zu einem massiven Widerstand geführt hat. Jetzt ist es aber nicht so, dass Technik insgesamt abgelehnt wird, und ich habe den Eindruck, dass diese Vorstellung, dass die Ökobewegung der Digitalisierung so skeptisch oder ablehnend gegenübersteht, so nicht stimmt. Dass es bei vielen Älteren so ist, aber ich habe mich in Vorbereitung auch auf den heutigen Abend, und ich komme gerade von der BUND-Bundesdelegiertenversammlung, wo ich zwar nicht mit den 150 Delegierten gesprochen habe, aber doch mit etlichen immer wieder das so auch nachgefragt habe, dass es bei der Digitalisierung eben keine solche pauschale Ablehnung dieser Technik gibt, weil es nämlich ganz stark auf die Anwendungsgebiete ankommt. Das ist nicht die Technik Digitalisierung, sondern wofür man sie einsetzt. Und da ist, glaube ich, die Einstellung, die Affinität zur Digitalisierung inzwischen bei den Umweltverbänden ziemlich sozusagen wie sonst in der Bevölkerung auch. Zum einen, weil wir selber ja auch digitale Instrumente nutzen in unserem eigenen Betrieb sozusagen, ob nun Marketing, ob nun Mailings, ob Kampagnen, nehmen wir diese Instrumente, wir sind auf Facebook, und das ist auch nötig, weil wir eben in einer Gesellschaft sind, weil man auf diesem Wege dann nur große Mengen von Menschen erreichen kann und Protest ganz anders organisieren kann, als wenn wir uns dahinstellen würden mit unseren Flugblättern wie vor 30 Jahren. Von daher sind wir auch eingebunden oder sind aktiv in diese Digitalisierung dabei und es ist eben was völlig anderes als eine Technik wie die Gentechnik, die wir generell ablehnen. Und von daher glaube ich, ist ja diese Konferenz auch da, dass wir unsere Bilder über die jeweils unterschiedlichen Communities erstmal zeichnen und dann vielleicht ein bisschen umzeichnen und dann ein bisschen realistischer zeichnen. Und ich glaube, dass sowas wie diese Konferenz, und da muss ja dann hinterher auch noch was folgen, dieser Austausch über den Sinn und Zweck von Digitalisierung und in welchen Bereichen wir sie wie wollen und welche Randbedingungen wir brauchen, dass das was wäre, worüber wir uns wirklich gut und besser verständigen könnten, als uns die Bilder, die von irgendwelchen vergangenen Zeiten aus den kanadischen Wäldern sind oder bei uns vielleicht irgendwelche
Horrorgebilde von Technik, dass wir uns die weiterpflegen und irgendwo hinhängen, sondern besser, dass wir versuchen, wirklich an einer gemeinsamen Zukunft zu arbeiten und über das Ausmaß der Digitalisierung dann uns verständigen, streiten und dann vielleicht auch zusammenkommen. Kann ich das Teil mal ein bisschen runterstellen? Ja, klar. Herr Welzer, was sagen Sie? Ist ein Verzicht auf Technik, also ist dieses Bild, was man von der Umwelt- und Ökobewegung vielleicht auch überspitzt, vielleicht auch absichtlich zeichnet? Also ich habe es absichtlich sehr überspitzt gemacht, um von Ihnen auch so ein bisschen Wut rauszukitzeln und zu sagen, so nein, wir nutzen das doch auch, ja, hat funktioniert. Würden Sie sagen, Technikablehnung ist eine gute Sache oder ist es vollkommen weltfremd? Oder eine komplette Ablehnung der Digitalisierung, wenn jemand sagt, also ich schmeiße mein Smartphone weg. Nein, ich finde ja die Diskussion schon schräg. Also erstens ist ja die, wenn man die Geschichte der modernen Ökologiebewegung anschaut, ist es ja von einer gewissermaßen einer Bewegung, die sehr stark grundlegende gesellschaftliche Veränderungen als Ziel gehabt hat, zu einer sehr technikaffinen Bewegung geworden. Also Stichwort erneuerbare Energien. Die hätten wir ja nicht, wenn es keine Ökologiebewegung gegeben hätte. Und alles das, was Windkraft überhaupt als Idee vorstellbar gemacht hat, kommt aus der Anti-AKW-Bewegung und keineswegs aus den Lehrstühlen für irgendwie Ingenieurwissenschaften und so weiter. Und man muss sich die Technikgeschichte dann auch genau angucken und dann auch schauen, was ist eigentlich die Geschichte der Ökologiebewegung und was ist auch die Geschichte des zivilisatorischen Fortschritts. Also wenn man zum Beispiel sowas sagt, wir müssen 9 Milliarden Menschen ernähren. Naja, weshalb muss man 9 Milliarden Menschen ernähren? Weil die Geschichte der Industriegesellschaft und der daraus entstehende Moderne dafür gesorgt hat, dass die Lebenserwartung höher gewesen ist, die Kindersterblichkeit geringer geworden ist und sonst was und deshalb Weltbevölkerung zahlenmäßig ansteigt. Tolle Sache. Aber deshalb würde auf diesem Podium wahrscheinlich niemand sagen, Technik ist doof und Thoreau ist sozusagen die Utopie. Wir leben ja in einer Welt, die von technologischen Infrastrukturen durchzogen ist und die auch vor der Digitalisierung schon unendliche Mengen von Kunstwelten, die sehr hilfreich gewesen sind, erschaffen hat. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Also, dass man jetzt entgegensetzt, hier sind die Technikfeinde, dort sind die Technikfetischisten oder sowas, ja, oder hier sind die Ökos, dort sind die Techies oder so. Das ist ja nicht der Punkt, weil in dieser Welt leben wir nicht. Aber ich würde sagen, solange wir in freien Gesellschaften leben, leben wir in einer Welt, wo man diese freien Gesellschaften politisch gestalten kann. Das ist das, worum es geht. Und im Moment haben wir einen totalen Überhang, auch das nochmal zu dem Thema Technik. Wir haben ja, man muss ja jeden Wirtschaftsteil der Zeitung aufschlagen, jeden Wissenschaftsteil der Zeitung, jeden Bericht jetzt über den Digitalgipfel oder sonst was. Wir haben doch keinen Mangel an Technik-Euphorie in der Gesellschaft. Wirklich keinen Mangel. Wir haben einen starken Mangel an politisch begründeter Kritik an dem, wie sich gegenwärtig Gesellschaft umformt durch die Wirkungen, nicht sozusagen der Technologie selber, sondern dieses Technologieeinsatzes, wie er gemacht wird zu Überwachungszwecken, zu Ausforschungszwecken, zur Verhaltensvorhersage, zur Konditionierung von Menschen, damit sie noch mehr Scheiß kaufen, von dem sie nie gewusst haben, dass sie das jemals haben wollen würden, damit sie in bestimmter Weise wählen und so weiter und so weiter. Das sind im Moment die politisch relevanten Anwendungsfelder der Technologie in dieser kapitalistischen Entwicklung, wie sie gerade stattfindet. Das sagt überhaupt nichts gegen die Technologie, aber das sagt etwas gegen die Gestaltung des politischen Raumes, in dem wir uns befinden. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, worüber wir auch im Kontext der Digitalisierung diskutieren müssen. Ja, welche Art von Gesellschaft wollen wir haben? Was bedeuten uns Freiheit? Was bedeuten uns Privatheit? Was bedeutet uns Teilhabe? Was bedeutet uns so?
Ja? So, das ist der Punkt. Und dann kann man sagen, nein, eine Technologie, die zu höherer Fremdsteuerung und zu geringerer Eigensteuerung, zu geringerer Autonomie und höherer Konformität führt, ist keine Technologie, die ich mit der Gesellschaft verbinde, die ich haben will. So würde ich das. Ja? Ansonsten Technologie total super, but not for itself. Ja, Stichwort Wachstumsgesellschaft. Wir leben ja in einer Welt oder in einem Wirtschaftssystem, das auch auf konstanten Wachstum ausgerichtet ist, obwohl wir seit Jahrzehnten eine Diskussion darüber führen, ob dieser Planet das überhaupt ertragen kann und ob wir damit nicht auch unsere Lebensgrundlage selbst zugrunde richten. Und die Frage, die wir uns ja auch in beiden Bewegungen stellen, ist eigentlich, wie kann eine Gesellschaft, die auf, Degrowth ausgerichtet ist, die als Gegenmodell vielleicht auch eine Postwachstumsgesellschaft ist, wie kann die aussehen mit einer Digitalisierung, die immer mehr Lebensbereiche erfasst, die wir auch nun mal nicht wegbekommen. Und aber voraussetzt, dass wir dafür eben auch im hohen Ausmaß auf Geräte wie beispielsweise dieses Mikrofon oder ein Smartphone und so weiter und so fort angewiesen sind. Irgendwoher müssen ja auch die Server kommen, irgendwer muss sie produzieren und irgendwie müssen sie auch hergestellt werden und in den Fabriken leben ja auch Menschen, die das irgendwo produzieren. Und die Frage ist, müssen wir vielleicht nicht fundamentaler darüber sprechen, wie unser Wirtschaftssystem aufgebaut ist, damit wir diese beiden Welten irgendwo zusammenbekommen? Well, first of all, there are analog alternatives for microphones, so it's not really, really necessary. And before that, I wanted to go back to your earlier question, because I found it, sorry to do that, but I could not really answer. I found it strange that you said that, my whole work is actually a critique on the fact that the green community has become so fixed on technology. It's renewable energy, energy efficiency, computers, and in the 70s, for instance, the environmental community was still talking about changing our way of life and reducing energy use, and it seems to be forgotten, but that was the before. So what was the new question? You use for your low tech magazine also a lot of technology. For example, I found it interesting to hear that you have a website which is only online when the sun is shining enough to provide power for your solar cells. But when we talk about sustainable digital society, also we need to assume that somehow these digital or these high-tech goods need to be produced by someone. And what are the conditions, or should we not also talk about economy? Yeah, of course. But what I learned is, because my blog is focused on technology, but of course, it's all about economy, but I have learned that it's easier to make people understand something if you talk about concrete things. If you talk about a smartphone, everybody knows what you're talking about. And economy is a very abstract thing. So you can have all these ideas about economies, and it's very difficult to kind of, people cannot really imagine how a different economy would look like. But if you tell them which kind of technologies they're going to use in this new world, then it becomes feasible to them. For example, if there's no more planes, but there are night trains all over Europe, for example. If there's no microphones, but acoustical systems. I mean, it's easier to talk about technology. It's more, it works better to talk about concrete things. And of course, we have to change the economic system because it's the basis of the mess we are in. And so, why do you see microchips showing up everywhere in every product? It's because the microchip industry needs new markets all the time, and there's no other reason than that. So, economic growth is the main problem.
And of course you can have an economy without growth, and we have so much. It's like you said, we could work 3 hours a week and we have enough to survive. So that's the challenge. Ja, ich möchte doch noch mal dem Bild der Öko-Bewegung widersprechen, das Sie beide jetzt so gezeichnet haben, als diejenigen, die sozusagen nur die erneuerbaren Energien und die Windkraft propagieren und dass die Ökologiebewegung gar nicht mehr die Frage nach der Suffizienz stellt, sondern nur nach angemessener grüner Technologie. Das mag für den Teil der Grünen zutreffen, aber innerhalb der Ökologiebewegung ist das nicht so. Und wir haben gerade im BUND ganz stark auch den Gedanken der Lebensstile immer gesagt, weil wir sagen, es kommt eben nicht nur auf effiziente Produkte an, ist auch okay, aber man muss gut mit ihnen umgehen und klug umgehen und sie nicht bloß, weil sie effizient sind, möglichst viele davon kaufen und sich daran freuen, was für effiziente Ausstattung man zu Hause hat. Also von daher ist es, glaube ich, schon sehr stark so, dass gerade auch in letzter Zeit innerhalb der Umweltbewegung der Gesichtspunkt, die ökologische Modernisierung der Industriegesellschaft auch ein Stück weit zu unterstützen, weil sie Ressourcen spart, weil sie Energie spart. Das ist zwar in beiden Bereichen nötig, aber sehr viel wichtiger ist noch zu fragen, was braucht man eigentlich, wie viel brauche ich, wann brauche ich es und diese Fragen der Suffizienz sehr viel stärker in den Mittelpunkt zu stellen, denn das ist etwas, was die Umweltbewegung sich leisten kann, weil sie nämlich keine Produkte verkaufen muss und in dieser Wachstumsgesellschaft nicht der Motor dieser Konsumgesellschaft sein muss, sondern sie gegen den Strich argumentieren kann und gegen die Wachstumsgesellschaft. Das ist ja genau das Problem. Also damit zieht man sich raus von sozusagen der Fragestellung, gibt es denn einen ökologisch oder nachhaltigkeitsmäßig befriedeten Kapitalismus? So, ist eine interessante Frage. Sehr insbesondere eine interessante Frage, weil der Kapitalismus hat uns ja viele tolle zivilisatorische Errungenschaften und so weiter gebracht. Aber jetzt ist doch spannend, nochmal zur Geschichte der Ökologiebewegung. Es ging ja in den Anfängen nicht um Suffizienz, sondern es ging um eine andere Vorstellung von Gesellschaft. Wenn ich Ivan Illich, wenn ich Rudolf Barrow, viele andere nehme, dann hat man eine Perspektive auf die Transformation dieser Gesellschaft in eine, die ein Naturverhältnis ihrer eigenen Existenz zugrunde legt, was nicht zerstörerisch ist. Das ist aber gekoppelt mit einem anderen Umgang, ich sag's mal so, der Menschen miteinander und anderen Formen der Produktion und Reproduktion. Und davon hat sich die Ökologiebewegung, das kann man, glaube ich, nachzeichnen, sehr, sehr weit entfernt, indem sie eben genau diese gesellschaftlichen Fragen nicht gestellt hat, sondern sie ersetzt hat durch Technik auf der einen Seite und gewissermaßen systemimmanente und da muss ich sagen romantische Vorstellung, ja, da müssen wir eine Kultur des Genügens entwickeln. Aber das ist natürlich in einer Wachstumswirtschaft ein Widerspruch in sich selbst. Es geht nicht. Also die Leute kriegen ja auch gerade wegen des Erfolgs der Ökobewegung total mixed messages. Auf der einen Seite sollen sie sich verantwortlich, bewusst und so weiter und nachhaltig verhalten. Und auf der anderen Seite kriegen sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche die Botschaft, ihr sollt kaufen. Okay? Und das ist genau das zentrale Motiv, was hier gewissermaßen diese Form von Gesellschaft antreibt. Und ich kann mich ehrlich gesagt theoretisch nicht auf den Punkt zurückziehen, wo ich sage, innerhalb dieses Du-sollst-kaufen-System muss ich aber den Leuten sagen, sie sollen sich suffizient verhalten. Das haut nicht hin. Mal davon abgesehen, dass kein Mensch das verstehen würde, weil keiner weiß, was Suffizienz überhaupt bedeutet. Ja, das verstehen inzwischen ein paar Leute mehr. Und wir geben uns auch Mühe, dass diese Philosophie des guten Lebens, die ja ein Stück weit für das Thema Suffizienz steht, dieses einfacher, weniger, langsamer, besser und viele andere Synonyme, die für Suffizienz stehen, sich durchaus ein bisschen durchaus weiter verbreiten. Aber natürlich ist es richtig, dass Suffizienz ein Anti-Wachstumsprogramm ist. Wenn ich sage, kaufe Dinge, wenn du sie brauchst, die länger halten, nutze sie länger, versuche sie zu reparieren,
versucht zu überlegen, ob du Dinge überhaupt brauchst, ob du sie selber machen kannst und dergleichen. Das ist etwas, was dem Wachstum entgegenläuft und was derzeit toleriert wird. Die ganzen Repair-Cafés werden ja von den Kommunen durchaus unterstützt und gerne gesehen, solange das eine Nische ist, die für den Kapitalismus ungefährlich ist. Wenn aber alle tatsächlich sagen würden, wir überlegen, ob wir wirklich shoppen gehen sollen und ob wir das machen und wir kaufen nur das ein, was nötig ist und nicht, weil das nächste Auto nun einfach schicker ist oder die Mode oder so. Wenn eine ein Konsumausstieg in größerem Ausmaß stattfinden würde, dann wäre das nicht mehr so nett und harmlos, wie das jetzt in verschiedenen alternativen Nischen mit Urban Gardening und dergleichen funktioniert. I think the idea what you're saying is like if you put the responsibility with the individuals and it seems like you have the freedom to not use these technologies, but I can tell you I'm living without a smartphone and every day it gets harder. Because I cannot, I have to pay extra for train tickets, and there's more and more things depending on smartphones. I miss half of the modern life, and then you can say to people, yeah, you should be responsible and not buy these things. But the world, the system evolves toward needing it, needing a car, needing a smartphone, and so on. So it's not about telling people or expecting people to change their behavior or something. It's not gonna work like that. Ja, ich habe was ganz Wichtiges vergessen, dass es zwar auch drauf ankommt, dass Einzelne bereit sind, sich diese Frage zu stellen, was brauche ich wirklich und was ist überflüssig, das ist sicherlich wichtig, aber das Zentrale ist, dass die Verantwortung für ein suffizientes und ressourcenarmes Leben nicht beim Einzelnen liegt, sondern die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen stellen muss, damit ich eben kein Auto brauche, sondern mit dem ÖPNV fahren kann, damit ich Fahrradwege habe, damit ich mit dem Fahrrad fahren kann. Also die Infrastruktur muss stimmen und damit ich auch eine Umgebung habe, die nicht vor lauter Werbung mich dazu drängt, dass ich ständig kaufen muss, sondern dass ich Werbeverbote in den Innenstädten habe, dass ich keine Werbung im Fernsehen, zum Beispiel im Öffentlich-Rechtlichen habe. Also eine Politik, die begünstigt einen Lebensstil, der mit weniger auskommt. Von daher glaube ich, ist die Politik wichtig. Und das andere, dass es weiterhin Alternativen gibt, sich auch ohne digitale Apparate in dieser Gesellschaft zu Hause fühlen zu können und Möglichkeiten zu haben, auch ohne diese Dinge auszukommen, soziale Kontakte zu haben. Wenn ich keine Telefonzellen mehr in der Stadt habe, dann komme ich ohne Smartphone überhaupt nicht mehr aus. Yeah, there's also no street maps in Berlin. So I get completely lost because I don't have a smartphone. Aber kommen wir mal auf den Anfang zurück, die utopische Frage des Jahres 2035. Ja, wenn wir die jetzt nochmal so aufnehmen, wie es gerade diskutiert worden ist. Da haben wir doch einen Systemwiderspruch. Also wenn wir uns vorstellen, es gibt tatsächlich eine nachhaltige globale Kultur. Es gibt überall auf der Welt Gesellschaften, die der Nachhaltigkeitsvorstellung frönen und entsprechend auch so leben. Dann gibt es natürlich erstens bislang überhaupt kein gesellschaftliches Modell, dem man folgen könnte, weil wir haben ja das fundamentale Problem, dass wir entweder hinsichtlich der Lebensmöglichkeiten Armut, geringe Lebenserwartung und so weiter haben und einen geringen Carbon Footprint, oder wir haben diese zivilisatorischen Errungenschaften und einen extrem großen Carbon Footprint. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir bislang kein Modell haben, kein gesellschaftliches Modell, was die zivilisatorischen Errungenschaften kapitalistischer Gesellschaften erhalten könnte auf der Basis einer anderen Form von Wirtschaft. Und das ist ja das, worum es geht. Und das ist sozusagen etwas Systemisches, über das wir da diskutieren und nicht auf einer Verhaltensebene. Und ich muss den Leuten sagen, die sollen jetzt weniger kaufen. Das tun sie systemisch nicht.
Das werden sie auch nicht tun, weil da, auch da hat er ja wieder recht, weil alle Parameter unserer täglichen Existenz genau darauf eingestellt sind, diesem nicht nachhaltigen Pfad zu folgen. Und wir haben kein gesellschaftliches Modell, was von vornherein die Leute dazu veranlasst, auch weil sie es wollen, weil sie dem zustimmen, eine andere Form des Lebens zu praktizieren. Aber das ist ja auch ein sehr interessanter Punkt, denn diese Annahme, dass die Menschen ihr Verhalten ändern, ist ja etwas, das zieht sich ja durch beide Bewegungen. Also beispielsweise aus der Datenschutzbewegung sagt man, ja, dann wechsel eben zu datensparsamen Diensten. Es gibt Alternativen, ich persönlich tue das auch, viele anderen tun das nicht. Bei der Umweltbewegung ist eben auch der Appell, wechsel zu alternativen Diensten. Du kannst quasi, der Konsument kann mit den Füßen abstimmen. Nun ist es aber so, dass ich in der Tech-Bewegung etwas sehr, wie ich finde, Charakteristisches oft beobachte. Es gibt tatsächlich sehr viele Projekte, die sich mit Suffizienz oder auch mit gerechterer, effizienterer Verteilung von Ressourcen oder auch mit Demokratie befassen, die sehr gute Lösungen bieten, die freie Software sind, frei verfügbar, gemeinschaftlich entwickelt, keinem Konzern gehören, aber kaum jemand nutzt sie, weil die Annahme oft ist, es gibt ein Problem und als Nerd geht man dann daran, okay, das Problem ist da, ich löse das Problem, dann habe ich eine gute Lösung, ich stelle sie vor, ich stelle sie ins Netz und hoffe dann, dass möglichst alle rational denkenden Menschen einsehen, okay, es wird für uns alle rational, das jetzt so zu machen. Das Problem ist aber, und ich denke, das kennt man auch aus der Umweltbewegung, dass das bessere Argument nicht unbedingt Gehör findet, weder bei den Menschen, in der breiten Bevölkerung noch in der Politik. Und daher wäre auch meine Frage so ein bisschen, was können wir aus der Technikbewegung, von der Umweltbewegung lernen, wenn es darum geht, wie man Gesellschaften und auch die Politik hackt, wie man den Menschen hackt? Und ist vielleicht nicht auch das eine entscheidende Frage, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir diese beiden Welten zusammenbringen und Technologien auch, die für mehr Nachhaltigkeit stehen, in großem Stil auszurollen? Darf ich antworten? Weil ich stolper über das Wort Hacken. Also die erfolgreichen sozialen Bewegungen waren deshalb erfolgreich, weil sie Systemstörungen produzieren konnten. Ja? Eine Arbeiterbewegung wird deswegen erfolgreich, weil sie das Mittel des Streiks erfindet. Eine Fabrik funktioniert nicht, wenn die Arbeiter nicht hingehen. Ja? Und das kann man, und wir hätten diverse Fortschritte im Sozialsystem oder sowas niemals gesehen, wenn nicht diejenigen, die dort politisch aktiv geworden wären, eben diese Mittel in die Waagschale geworfen hätten. Ja? Bitte? Ja, die Gewerkschaften kommen dann und so weiter und so weiter. Nachdem es erst gewissermaßen spontane Bewegungen gibt, gründen sich Gewerkschaften. Irgendwann gibt es Mitbestimmung etc. Aber das funktioniert nur dann, wenn diejenigen, die Gesellschaft verändern wollen, zu mehr Gerechtigkeit in dem Fall kommen wollen, tatsächlich das System stören. Okay? Und da hätte man einen coolen Ansatzpunkt, vielleicht auch für Bits und Bäume. Wo liegen denn die Potenziale der Systemstörung von denen, die diese Technologie anders nutzen wollen? Ja, was hat man denn in die Waagschale zu werfen? Wir haben zum Beispiel bei der Nachhaltigkeitsfrage ja vergleichsweise wenig Möglichkeiten einer sichtbaren Systemstörung. Deshalb hat sich alles gewissermaßen aufs Argumentieren verlegt und auf das gute Argument. Aber mit gutem Argument, so leid es mir tut, verändert man nicht Gesellschaft und macht auch keine Geschichte. Das kann man dann, das gute Argument hat dort seinen Stellenwert, wo man dann das, was man tut, politisch legitimiert. Aber es ersetzt nicht das, was man tut. So, und das wäre eine interessante Perspektive für diese Konferenz und dem, was danach kommen kann. Wie können wir gewissermaßen gesellschaftliche Macht generieren in, sagen wir mal, einem gemeinsamen Denken über Digitalisierung und Nachhaltigkeit? Weil die Nachhaltigkeitsfreaks haben keine Bargaining Power. So ist der politikwissenschaftliche Begriff. Nichts, was man in die Waagschale werfen kann. Genauso wenig wie Studentenstreiks immer keinen Menschen interessieren, weil es egal ist, ob die studieren oder nicht. Ja, ist so. Und das wäre doch eine interessante Frage auch zur Politisierung der Digitalisierungsfrage, über welche
welche Formen der Machtartikulation, der Störung und sowas kann man eigentlich diese Bewegung überhaupt politisieren? Das fände ich total spannend. Also, ich möchte schon wieder widersprechen, dass die Ökologiebewegung so überhaupt keine Bargaining Power hat und so machtlos sei, das kann ich verständlicherweise nicht so empfinden. Wenn ich sehe, wie kraftvoll die Ökologiebewegung im Hambacher Forst protestiert hat, das war nicht irgendwie ein Spaziergang, sondern das war etwas, was wirklich einen großen politischen und gesellschaftlichen Widerhall gefunden hat. Zum Glück sind uns dann auch das Gericht hat dann eine Entscheidung getroffen, dass eben nicht gebaggert werden kann. Aber die Aufmerksamkeit, die hier der Widerstand gegen die Braunkohle hatte, das hat politisches Gewicht und das beschleunigt den Kohleausstieg. Ich sehe nicht, weshalb das also nun völlig harmlos ist und die Umweltbewegung da also irgendwelche nur Freiluftübungen macht, die gar keine politische Wirkung haben. Es geht doch hier gar nicht um die Umweltbewegung, die hat doch ihre Verdienste, das ist doch alles Dufte, ist doch super. Mal ganz davon abgesehen, dass die Bargaining Power der Besetzer des Waldes durch die Duseligkeit von RWE überhaupt nur entstanden ist. Ja, aber gut, vom Hambacher Forst jetzt zu Google und Facebook, was würde das in der Transition bedeuten? So, ja, da wird es interessant. Jetzt machen wir ein Brainstorming. Nein, aber das ist doch, da stelle ich mich doch jetzt als dusseliger Sozialwissenschaftler nicht hin und sage, was ist jetzt gewissermaßen mein Instrument, was ich in der Hand habe, um eine Systemstörung auf diesem Level zu erzeugen. Das kann ich ja nicht. Ich kann ja... keine Ahnung, ja? Ich habe da keine Ahnung, was diese Technologie angeht. Ich habe übrigens auch kein Smartphone. Wir sind die beiden letzten Mohikaner auf der Welt, ja? Und gewissermaßen das gallische Dorf, was hier sitzt, ja? Vielleicht steckt da auch was drin. Aber es ist doch meine Idee, die ich eben artikuliert habe, war doch genau an dieser Stelle der Kooperation oder des gemeinsamen politischen Nachdenkens, wie man eine andere Form des Protestes, des wirksamen politischen Handelns entwickeln könnte, ist doch genau der Beitrag derjenigen, die sich dann mit der Digitalisierung und sowas wesentlich besser auskennen als solche Schlauderredner wie ich. Aber genau da ist doch der Witz. Genau da liegt er doch. Jetzt kann ich doch nicht gefragt werden, was soll ich denn gegen Google machen? Die Frage ist ja auch, also bei der Umwelt, bei vielen Umweltthemen ist es klar, dass man ja auch nicht Wasser predigen kann und Wein trinken kann. Sprich, wenn ich in die BUND-Geschäftsstelle gehe, war ich öfter mal, sehe ich dort recyceltes Umweltpapier, ich sehe dort viele, ja, nachhaltige Rohstoffe, die dort im Büro verbaut wurde, weil klar ist, naja, wenn wir nach außen hin mit einer Forderung auftreten, dann müssen wir das auch irgendwo leben, ne? Was bedeutet das aber für wenn man sagt, wir wollen auch eine nachhaltige Digitalisierung, heißt das nicht dann auch, dass man als Bewegung entweder bei Futur 2 oder beim BUND oder auch beim Low-Tech-Block sagen muss, gewisse Technologien nutzen wir und gewisse Technologien, oder gewisse Dienste besser gesagt, es geht ja gar nicht so sehr um Technologien, gewisse Dienste wollen wir bei uns einfach nicht. Ja, also die Debatte ist im BUND auch geführt worden und wir nutzen also Open Source und wir sind aber auch bei Facebook und Twitter dabei und wir nutzen auch Google und es wurde mir auch erklärt, aus welchen Gründen das nun doch nötig ist und weil wir haben Outlook und weil das einfacher ist, also da ist die Geschäftsstelle, weil Linux, da gäbe es so viele Probleme und zu wenig Leute, die sich damit auskennen. Und also es gibt da viele Argumente, deren Wirksamkeit ich noch nicht überprüfen kann. Zumindest habe ich festgestellt, dass man sich diese Frage stellt und zumindest was die Clouds angeht und so, da sich bemüht, nicht nur bei EMAS die Zertifizierung zu kriegen, sondern das auch auf dem
Ich finde die Diskussion ganz falsch, ehrlich gesagt. Ja. Also ich denke, man muss das auf ein politisches, auf ein gesellschaftspolitisches Level bringen, die Frage. Da bringt es doch jetzt nichts, wenn wir jetzt die auf dem Podium sitzen in ihrer Rechenschaft ablegen. Naja, aber Sie sagen auch, Sie haben kein Smartphone und werfen das uns als Argument ein. Ne? Da frage ich mich natürlich, kann man dann nicht auch in anderen Bereichen sagen, ich nutze bestimmte Dienste nicht oder ich nutze eben Alternativen und gehe quasi mit gutem Beispiel voran? Oder bringt es aus Ihrer Sicht überhaupt nichts? Chris, sprechen. Yeah, well, so I don't have a smartphone, I don't fly, I don't have a car, I don't have a heating system. I kind of try to live like it's more or less the 19th century, except for the things that I really need, like I need the internet, because otherwise I cannot sell my story. And people always think that I do that to kind of give an example, and partly it's true, but for me it's mainly like to research, to investigate how far my freedom goes. Like, what can I change myself? And then it quite, like, if you don't fly, you need a lot of money, because if you want to take the train, it's very expensive. So I think it's possible, and I find it funny that you are kind of like trying to show that you use technology, while I am kind of doing the opposite. So I think there is a lot to win in trying to show that you can, I mean, I don't want to go back to the Middle Ages, but there is a way in between. Like, you can live with much less technology and much, much less energy and still be a modern human being. And I think there is a chance to kind of show what is possible. And also because, and why is that? Because many of our technologies are so extremely wasteful, so inefficient, that there's a lot of room for doing with much less and showing that you can have a modern life with maybe 1/10 or 1/100 of the resources we use now. And that's what I'm trying to do with the blog, to show that you can do it. For instance, I don't have a heating system, but I'm not cold because I have my thermal underwear, I have my heated carpets and everything. So there's a, by focusing on the technology, I noticed that you can give people a kind of future society, image of a future society, that they kind of say like, hey, that's not bad actually. So that's, I think, my intention. Herr Welzer, wollen Sie was sagen? Nee, ich wollte fragen, ob wir das Publikum mal beteiligen. Tillmann, ist das Mikro offen? Hallihallo, ja. Ja, also wir können gerne Fragen aus dem Publikum zulassen. Wir müssen pünktlich aufhören. Das heißt, wir haben jetzt noch 15 Minuten für Fragen aus dem Publikum. Das Vorgehen wäre so... ihr meldet euch und Tillmann geht dann mit dem Mikro rum und... Fangen wir immer mit den Damen an, hier. Soll ich mich vorstellen? Mein Name ist Mute, but I can also say it in English. For me, it's not a question how we stop Google or Facebook. For me, the question is how do we define the objectives where we want to be? Which kind of energy consumption we want to avoid by ridiculous use of digital technology? How can we protect environment by using digitalization in a smart way for monitoring finding problems? What is our imagination to have a really climate smart resilient food system, which is more than just cutting emissions by a livestock farm by 5%? And these are the questions that I hope we start with this Congress here today and tomorrow to go ahead. And also for me, sufficiency is much more than a lifestyle concept. For me, sufficiency is one of the most radical capitalism challenging concepts that I'm aware of. Because if you think it to the end, it means you need to rethink all the assumption how economy works. It's not only how you produce it, it's how you consume it. What do you do after the product? And for me, it also includes the digital sphere. And for me, the way forward is bring together the movements, the data movements, the food movement, the environment movements. Where are we strengths? What can we learn from each other? Where we get inspiration? And then we find distractions for capitalism. Ja, noch. Magst du sammeln oder soll?
Ja, also ich würde noch einmal darum bitten, Fragen zu stellen. Genau. Dann nehmen wir hier den Herrn. In der Einleitung kam ja endlich auch mal der Begriff Gesundheit. Das Gesundheitswesen, finde ich, ist noch ein bisschen schwach belichtet in der ganzen Veranstaltung hier. Und für Menschen aus dem Gesundheitswesen ist immer die Frage, macht denn die Digitalisierung wirklich gesund oder gesünder? Und zwar uns und auch die Welt. Man muss ja da nicht nur auf uns schauen. Ich denke auch im Arbeitsleben ist ganz wichtig, dass durch die Digitalisierung die soziale Anerkennung flöten geht. Sie wird quasi entmenschlicht, digitalisiert. Und von daher glaube ich, dass dieser Bereich Gesundheit noch ein bisschen näher beguckt werden muss. Direkt im Gesundheitswesen macht die Digitalisierung eher Angst. Ich denke zum Beispiel an die Programme auf den Intensivstationen, wo Algorithmen darüber entscheiden, was noch gemacht wird und was nicht. Und die Frage ist, warum ist so wenig Gesundheitswesen in der Diskussion? Noch eine letzte Frage. Nochmal auf die andere Seite rübergehen. Haben wir noch eine Frau hier irgendwo? Ich habe nur einen Gedanken, der mich schon lange verfolgt, ist eine Unterscheidung der Technologie. Und zwar, dass man einerseits von Menschen, von Werkzeugen sprechen kann und andererseits von Menschenersatzmaschinen. Und wenn man zum Beispiel vom Rechner spricht, da hat man genau das, was angedeutet wurde. Wir haben öde Arbeit, also setzt man Rechner als Instrument ein. Aber viele Sachen, Menschenersatzmaschinen, muss man sagen, hat mit Digitalisierung vielleicht noch nicht mal was zu tun, sondern man kann auch einen Fernseher als Menschenersatzmaschinen oder Puppen als Menschenersatzmaschinen begreifen. Und das ist die Frage, ob das eine sinnvolle Unterscheidung sein kann für unsere Probleme. Vielen Dank für die Frage. Gut, wollen wir vielleicht mit der ersten Frage oder mit dem ersten Einwurf anfangen? Ist Suffizienz nicht auch, ist der Einwand berechtigt, dass man sagt, das ist eigentlich die fundamentalste Kritik am Kapitalismus und brauchen wir so etwas? Brauchen wir mehr davon? Müssen wir fundamentaler werden? Suffizienz ist Sand im Getriebe des Kapitalismus und es kommt darauf an, ob dieser Sand sich auswächst, dass es also wirklich Brocken sind, dass der Motor zum Stottern kommt. Also von daher stimme ich Ihnen zu, dass wenn man radikal Suffizienz macht, das mit dem Kapitalismus, so wie er heute ist, schwer vereinbar sein wird. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoll, damit anzufangen, diese Kräfte des Kapitalismus auch dadurch etwas einzudämmen, indem man diesen Konsum reduziert, nicht nur indem man es individuell macht, sondern dass man auch die entsprechende Suffizienzpolitik macht. Das ist widersprüchlich, aber ich wüsste nicht, es gibt verschiedene Ansätze, wie man dem Kapitalismus, dem Ende des Kapitalismus näher kommen kann, aber so ein richtiges Patentrezept gibt es nicht und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, wie man da weitergehen kann. Ich würde zu der zweiten Frage mit dem Gesundheitswesen gerne etwas sagen. Wasn't it called communism? Once it was called communism. I mean, that's the opposite of capitalism, I guess. Yeah, I mean, I know it's not the right place to say these words, but I mean, if you say that in the States, you're probably really literally dead, but it is, there is a system that kind of is the opposite of capitalism. And I think what you were saying also, we should kind of disturb the system, but that has become very hard because we have become very individualistic and we have lost our community. And you see it even in things like the tiny house movement, which is a sustainability kind of fetish, but it's again very individualistic, and what we need is to come together, go live together in buildings, share kitchens, share bathrooms, share housing. So
Yeah, it's and that doesn't mean I'm not saying we should go. I was in the USSR before 89, so that's not the world I am I'm desiring. But I think there is another way to do things, and maybe there is a way in between. So, yeah, well, shoot me. Ja, zur zweiten Frage. Sollten wir vielleicht mehr über Gesundheit reden? Wir hatten ja auch angesprochen das umstrittene Thema Gesundheitsroboter, die uns eines Tages pflegen. Ich würde mal in den Raum stellen, ich werde tatsächlich einer der wenigen Menschen vielleicht in diesem Raum, der sagen würde, ich würde mir so einen Roboter in eng beschränkten Rahmen wünschen, in den Bereichen, wo ich beispielsweise, das ist meine Privatsphäre und ich möchte nicht, dass ein Mensch diesen Job macht, beispielsweise mich zu waschen. Das kann jeder individuell entscheiden, aber ich persönlich fände es, um es mal provokativ in den Raum zu stellen, ich persönlich finde es nicht schlecht. Und müssen wir aber, was sind die Konflikte im Bereich Gesundheit, die beim Thema Digitalisierung zu kurz kommen? Also müssen wir vielleicht mehr über Wahlfreiheit reden oder was sind die Themen, die bis jetzt zu kurz kommen? Vielleicht, wenn ich was dazu sagen darf zu dieser Frage, ich kann das nicht beurteilen, ob das hier auf dieser Konferenz zu kurz kommt. Das muss man vielleicht hinterher dann bewerten. Aber gerade der Gesundheitsbereich ist doch ein Bereich, an dem man wirklich sehr genau zeigen kann, wie durch die digitale Technologie und ihre marktorientierte Anwendung sich ganze gesellschaftliche Grundvorstellungen verändern. Dass wir zum Beispiel natürlich ein großes Interesse von Seiten von Versicherungen haben, dass man das Gesundheitsverhalten, so heißt es, der Menschen dann pausenlos trackt und überwacht und das dann in Tarife umsetzt, was im Moment rechtlich in der Bundesrepublik nicht möglich ist, deshalb macht man es über Bonussysteme. Ja? Aber das ist etwas, wo wir eine fundamentale kulturelle und soziale und politische Veränderung haben, nämlich vom Solidarprinzip zu einem rein leistungsorientierten Prinzip. So, darüber müsste es eine gesellschaftliche Debatte geben. Die gibt es aber nicht. Und viele andere Faktoren, ja, dass zum Beispiel dann die medizinische Diagnostik, das wird jetzt hoch gelobt, das ist total super durch sogenannte künstliche Intelligenz und das kann dann unfassbar viel ärztliche Kompetenz ersetzen und so weiter, haben wir genau den gleichen Aspekt, dass gewissermaßen statistisch basierte Analysen implementiert werden und das, was ärztliche Intuition, das Gespräch mit dem Patienten, die Kenntnis des Patienten, Face-to-Face-Beziehungen sind und so, treten nach hinten. Gibt es keinen gesellschaftlichen Diskurs darüber. Es wird gesagt, das ist viel besser, am besten mit der App den Hautkrebs fotografieren, zack, kriegt man den Befund von irgendeiner Company, die das irgendwie macht. So, und insofern ist das Thema Gesundheit als eines der Zentralbereiche, wo sich Welt, unsere Welt verändert, auch Werte dieser Welt sich verändern, ein wahnsinnig wichtiges Beispiel, weil es einer der zentralen gewissermaßen Gates, die sich öffnen, damit man fundamentale Werte in dieser Gesellschaft und Vorstellungen, wie man leben will, gewissermaßen unter der Hand verändert. Insofern, aber ich kann nicht beurteilen, ob das hier ein sozusagen vernachlässiges Thema ist. Ich glaube, es ist für Bitze und Bäume ein extrem wichtiges Thema. Zum Gesundheitswesen wollte ich noch sagen, dass es der Gesundheitsmarkt ja einer der wenigen ganz massiv wachsenden Märkte ist, was die Apparatemedizin angeht, die ganze Pharmaproduktion angeht. Und dass das eben aber auch durch unser Sozialversicherungswesen stark gefördert wird. Dass auf der anderen Seite aber gesellschaftlich gesehen eine Neuausrichtung der dahingehend wichtig wäre, eben stärker auf den Bereich der Vorsorge zu gehen, anstatt immer in eine weitere Mechanisierung und Automatisierung der Gesundheitsnachbehandlung. Aber das ist wieder etwas, woran kaum jemand verdient, außer ein paar Therapeutinnen, Krankengymnastik, Sportvereine oder dergleichen. Aber da brauchen wir in jedem Fall eine Umorientierung, wenn wir, und da kommen wir dann auch wieder auf das Thema Postwachstumsgesellschaft,
Wenn wir zu einer Gesellschaft kommen wollen, die nicht nur ein Reparaturbetrieb ist für viele Dinge. Dann war noch die letzte Frage zur Unterscheidung Mensch-Ersatzmaschine. Wenn es hierzu keine Kommentare gibt, dann hätten wir noch Zeit für circa 2 Fragen aus dem Publikum. Ich bitte auch alle nochmal, sich kurz zu fassen, aus Rücksicht auf andere. Ja, vielen Dank, Annette Mühlberg. Ich würde mich freuen, wenn wir die Diskussion so führen, dass wir sie zusammenführen. Dafür sind wir doch hier, Bits und Bäume zusammenführen. Das heißt, die Visionen und die Standards und Kriterien, also von Freiheit, Demokratie, Nachhaltigkeit und auch guter Arbeit zusammenzuführen und zu sagen, wie geht Selbstbestimmung, was bedeutet Open Source sowohl auf der technischen Seite wie auch auf der Bäume-Seite. Wir kennen es doch von den Patenten, wir kennen es von so vielen Sachen, wo man sagt, so, wo kommt Marktwirtschaft in einem ganz schlechten Sinne nicht mehr als soziale rein, sondern nur noch als eine Fremdsteuerung, wo es um Privatisierung geht, wo es nicht mehr um Gesundheit, sondern um Profit geht. Also wo sind diese Technik, ist sie nutzbar für die Gesundheit, wenn wir mal das Gesundheitsthema aufgreifen, oder wo ist es nur noch ein Zulieferer für Industrie am anderen Ende des Teichs, wo wir am Schluss nur noch bewertet und gescored und fremdbestimmt sind. Das sind doch die interessanten Fragen und ich denke, wenn wir die als Kriterien zusammenbringen, was organisiert Freiheit, wie sehen die Rahmenbedingungen aus, dann sind wir hier doch zusammen richtig. Danke. Ich wechsle die Seite rüber. Hallo, Hansi Herzog aus Österreich hier. Wenn man das Thema Digitalisierung betrachtet, dann geht es dort sehr viel um Datenaustausch. Wenn man diesen Prozess des Datenaustauschs umlegt auf die Nachhaltigkeitsbewegung, frage ich mich, was bedeutet es dort? Welche Rolle sehen Sie in Vernetzung, Kooperation, Verbinden von dem, was da ist, um gemeinsam mehr Wirkung zu erzielen? Und welche Potenziale liegen da und warum werden die Potenziale noch nicht stark genug genutzt? Danke. Noch eine letzte, kriegen wir noch? Ja. Ich renne noch mal hier, da in diese Ecke. Sollten wir in die FDP, CDU und SPD eintreten, um das System zu stören? Gut, fangen wir mit der ersten Frage an. Müssen wir nicht viel mehr über die Gemeinsamkeiten sprechen als über das, was uns trennt? Und wenn ja, wie sieht es aus? Naja, ich glaube, das war ja ein Kommentar und keine Frage. Und ich glaube, die Reaktion auch hier auf dem Podium war ja eine zustimmende. Also ich denke schon, dass es auch bei so einer ersten Konferenz tatsächlich darauf ankommt, sich mal zu vergewissern, was denn eigentlich das politische Anliegen dieser Konferenz sein könnte. Also insofern kann man dem nur zustimmen. Was den Eintritt in die FDP angeht, ist es vielleicht nicht für jeden aushaltbar, das zu tun. Aber wenn man in dieser Weise subversiv sein möchte, sind kleine Parteien per se gut geeignet, das zu tun. Insofern könnte man vorausschauend auch über die SPD nachdenken. Jetzt habe ich die mittlere Frage vergessen. Die zweite Frage war die Frage nach Vernetzung. Müssen wir uns? Ach so. Ach so, diese Frage, wie könnte denn die ja, naja, da wäre ich ja ehrlich gesagt skeptisch, vielleicht muss man da mal eine Bilanz ziehen. Also was denn bislang die besseren Möglichkeiten der Kommunikation online und so weiter tatsächlich für die Durchsetzung von Nachhaltigkeitszielen oder Nachhaltigkeitspolitik gebracht hat. Ich würde das erstmal als eine offene Frage so, ich finde das eine extrem wichtige Frage, aber vielleicht entscheidet sich genau da etwas, was wirklich wichtig ist. Also es wäre ja generell die Frage, was haben denn diese technologischen Möglichkeiten der Kommunikation im Sinne von sozialen Bewegungen, von gesellschaftlicher Transformation bislang tatsächlich auf den Weg gebracht? Dann sagen alle Arabellion. Ja, das sagen sie aber nur, weil es das einzige Beispiel ist, wo es... Tausende Beispiele.
Ja, super, dann gibt es tausende Beispiele, aber dann hätte man eine Debatte, das zu machen. Aber es wäre sinnvoll, die zu führen, glaube ich. Ja? Insofern finde ich den Beitrag total wichtig und das wäre auch so ein Element, was hier für die Konferenz tatsächlich nochmal so ein Punkt wäre, den man weiterführen kann. Mit der FDP täte ich mich sehr schwer. Ich habe diese Plakate noch sehr deutlich in Erinnerung. Digitalisierung first, Bedenken second. Bis man diese Priorität umgedreht kriegt, glaube ich, braucht man sehr hohe Frustrationstoleranz, die ich nicht hätte. Dann, was bringt die Vernetzung bei Organisationen, die in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs sind? Glaube ich, sehr viel. Wir als Friends of the Earth International haben sehr viel davon profitiert, dass die Verbindung zwischen den ganzen Gruppen weltweit sehr viel einfacher ist, insbesondere auch die Verbindung mit den Gruppen in Entwicklungsländern, wenn dort Skandale sind, dies hier gleich auch öffentlich zu machen. Ich denke, für die internationale Arbeit ist das ein sehr großer Gewinn gewesen. Und auch wenn wir die Arbeit hier sehen, zum Beispiel Petitionen beim Europäischen Parlament würden nicht digital sehr viel schwieriger sein. Auch sonst, wie man eben Unterschriften gesammelt hat, das würde heute überhaupt keinen Eindruck mehr machen, wenn ein Server nicht mehr funktioniert, weil alle gleichzeitig ihr Missfallen bei der Umweltministerin kundtun, ist das zwar auch ein bisschen, lässt sich wieder reparieren und sie muss sich dann eine neue Adresse suchen und damit ist es dann auch getan. Also das ist nicht so wirkungsvoll, aber es ist ein Instrument, um Widerstand zu artikulieren. Und ansonsten haben wir sehr viele Dinge, wo wir sagen, wir können wirkungsvoller arbeiten mit Digitalisierung, indem wir Instrumente, Messinstrumente einsetzen, um den Nitratüberschuss in verschiedenen Gewässern zu messen, um jetzt in verschiedenen Straßen die Stickoxide zu messen, all diese Dinge und damit ganz viele Menschen auch als in ihrem Ehrenamt zu befähigen, über eine große Breite Daten zu messen, die dann zu politischen Handlungen führen. Und da sehe ich dann auch die Verbindung mit dem Themenkomplex Citizen Science, wo eben die Digitalisierung auch erleichtert, durch eine Menge an Beobachtungen die Wissenschaft voranzubringen, sowohl was Natur angeht, wie auch im Umweltschutz. Und dann daraus auch wirksame politische Aktionen zu machen. Und das ist ein Thema, worüber ja morgen Mittag auch Vertreterinnen und Vertreter zum Beispiel des BUND da sind und auch nochmal aufzeigen, was diese Digitalisierung an Aktionsmöglichkeiten im Bereich Verkehr und so weiter bringt. Ja, I mean, you're giving all these examples of technologies and how they help you, and how they have improved things. But at the same time, these same technologies also help the enemy, the others, the other side, the corporations. They get bigger and bigger because of the communication systems, and they also keep an eye on everyone. So it's a sword with it cuts both ways. So it's not really. It's not much use that we have better technology because they have the same technology and they also became more powerful and probably more even than that. Aber wenn wir sie nicht nutzen würden. Excuse me. She says, if we wouldn't use the technologies them would use them. Ach so. Yeah. I'm not so sure, actually. I mean, if we would stop using those technologies, they can also not monitor us, you know? So I guess there is not... It might be worthwhile to try the opposite strategy. I mean, it would make just as much sense, actually.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind damit auch schon zeitlich ein bisschen über den Endzeitpunkt hinaus. Und ich wünsche euch allen ganz viel Spaß bei der anschließenden Party. Ich hoffe, ihr bleibt alle noch. Und wir sehen uns morgen wieder bei Bits und Bäume. Vielen Dank.